Leute und herzlich willkommen. Neues Video am Kanal. Hinter uns oder hinter mir der Stulbenfall. Das ist der höchste Wasserfall in ganz Tirol. Und da gibt es einen coolen Klettersteig, auf dem ich mit der Mrs. Highcaps persönlich unterwegs bin. Viel Spaß, kommt mit im wunderschönen Ötztal auf dem höchsten Wasserfall in ganz Tirol. So, da ist jetzt der Campingplatz, von da kommen wir her. Und die Mrs. Heike und ich, die ist wieder voll inkognito, wir müssen da führen. Das ist das Ötzi-Dorf, das haben wir schon erkundet. Und dann da links rein geht es zum Lena, sage ich, Stulbenfall. Da vorne, falls man sieht, mit den gelben Schirmen, das ist die Pizzeria Cascada, da sind wir auch schon gewesen. Lohnt sich voll, voll gut zum Essen. Von dem Campingplatz kommst du auf voll viele Orte zu Fuß hin. Da rein ist jetzt der Steig. So, da ist jetzt das Ötzi-Dorf angeschrieben. Wir gehen da in das Ötzi-Dorf. Also falls man es hört, 3000 Jahre alt ist der Wasserfall, 159 Meter hoch, der höchste in ganz Tirol. Und Wanderparadies gibt es da, werden wir nachher wahrscheinlich runtergehen. Und der Klettersteig, den gibt es seit 2008, 450 Meter lang. Und da drüben geht es gleich los. Dann einen Steig rauf, alles ja nicht so schwer, dann wieder Wanderweg, dann wieder Steig, auch nicht so richtig schwer, maximal 10. Und dann gibt es Seilbrücken, über Steigungen, wie auch immer. Und dann bist du oben. Und das ist dann der Weg runter. Voll cool. Also Seilbrücke, Einstieg. Ja, über die Einstiegsseilbrücke sind wir gerade drüber. Jetzt ist Wanderweg auf der anderen Seite vom Fall. Die Mrs. Heike hat gerade gesagt, der Einstieg, der sieht gleich einmal aus. Und das stimmt, weil du schaust auf einen Boden runter, auf einen Wasserfall, der unter dir durchschießt. Das wackelt alles sehr voll, aber ist nicht schwer. Aber diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, müssen es überwinden. Alles schön markiert. Da unten ist der Wasserfall. Alles Gehgelände. Und da oben geht es dann seilversichert weiter. So.
Was mache ich? Das ist lehrbuchmäßig, doch. Das ist nämlich die neue Ausführung. Und bei der neuen Ausführung ist so, wenn man sich sicher fühlt im Gelände, dann kann man den zweiten Karabiner dadurch einhängen. Man muss sich halt bewusst sein, beim Umhängen, jetzt bin ich unsicher und kann abstürzen. Aber dadurch, dass ich mir dessen bewusst bin, ist das lehrbuchmäßig. Und bei der Ausführung, die du hast, das ist mein Alter, da geht das eben nicht. Und das war das, was die Leute kritisiert haben. Aber das war damals, ist das noch nicht gegangen. Och, hier gibt's Pfifferlinge. Ah, ich glaube, das ist giftig. Gewaltig, sag ich da. Gewaltig. So, jetzt kommt wieder so ein Aufschwung. Zwischenresümee, die wichtigen Passagen alle abgesichert und ein sehr einfacher Klettersteig, wo Urlauber sicher auf ihre Kosten kommen können. Ja, wenn man sowas noch nie gemacht hat, natürlich nicht allein machen. Und sowas gehört sich auch nicht. Geht's da auf, wie weiter? Das ist die Ötztaler Klammerbrücke. Ich glaube, da sind mehr Klammern drinnen, wie ich im Oberschenkel gehabt habe. Definitiv. Aber schwer ist es wirklich nicht da auf. Mit den Klammern vielleicht A bis AB, wenn überhaupt. Da geht es auch ganz einfach weiter. Ein bisschen ausgesetzt, aber technisch nichts dabei. So, jetzt geht es einmal ein bisschen steiler, aber auch überhaupt kein Problem. 100.000 Klammern. So kurzer Überhang ist das, maximal 10.
Ja, das ist so ein kurzer Überhang ist das, gell? Aber da ist schon vorbei. So, da ist der Wasserfall. Falls ich die Kamera richtig eingestellt habe. Ist für kleine Leute. Was glaubst du, was mir geht? So, und auf geht's da. Die nächste steile Stufe. 100.000 Klammern. Zufrieden? Danke. Spektakulär wird's. Ja, voll cool, oder? Gebt euch das einmal! Ja! Ja, dann geh ich vor, okay? Weiter unten, oder? Hast du da so. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen auf? Ah, ich bin schon vorbei. Aber es ist echt steil jetzt. Yep.
Man hört sehr gut. Sehr schön. Voll cool. Super. So, da unten ist die Seilbrücke und mittlerweile zwar noch seilversichert, aber sehr einfach. Keine Ahnung, vielleicht war es das jetzt mit dem Klettersteig. War es das jetzt schon, oder? Das war es jetzt so. Stübenfall Gasthof, da haben wir uns jetzt einen Kaffee verdient, oder? So schaut's aus. Und Kuchen.
Wir zeigen euch jetzt da noch ein paar Impressionen. Da unten sind wir da bei der Seilbrücke da drüber. Wahnsinn, das ist schön. Voll schön, gell? Da, ja, Wahnsinn. Und da gibt es eine Aussichtsplattform da unten. Für diejenigen, die den Klettersteig nicht gehen wollen, siehst du auch was. Besuch lohnt sich. So, da sieht man, wie das Ganze alles aufgebaut worden ist. Das sind nur die Brücken. Da, wo wir gerade drauf waren. Die Brücken da. Fast wie beim Yoga, ähnlich. Fast wie Tai Chi oder sowas. Weiß ich, steht nicht dran, was es ist. Es könnte Tai Chi sein. Ankommen, zur Ruhe kommen. Mit mir muss ich das oft machen: einatmen, ausatmen, zur Ruhe kommen. Ganz oft. Vor allem dann, wenn du am Berg bist. Und ich warte, dass du dich meldest. Dann muss ich das machen. Ja. Dabei passe ich eh immer auf. Fünfmal. Sehr schön. Wir sind jetzt da heroben ausgestiegen. Da oben konnte ich jetzt noch einkehren, haben wir auch gemacht, sehr empfehlenswert. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen da jetzt den normalen Weg, gehen wir jetzt an oben. Und wenn wir unten sind, gibt es ein Resümee, gibt es ein paar coole Aufnahmen. Yeah! Mrs. Hack, Hack down. Also persönliche Empfehlung, ihr seht es, wie viel los ist da drüben. Am gescheitesten früh einsteigen, dann kann man sich das ersparen. Außerdem schaut da nicht so viel von oben runter zu. Ist glaube ich auch angenehmer, gell, wenn wir zu viel zuschauen. Ja. Außer man steht drauf. Wahnsinn, wie das Wasser abgestürzt. Genial. So Leute, Leben am Limit! Leben am Limit! Wow! Was los ist! Juhu! Verdammt! Die Marlene würde sagen, ein Regenböckchen. Ein Regenböckchen. Ein Regenböckchen. Ich sage einfach nur gewaltig. Gewaltig, sage ich da. Gewaltig. Wuhu, Regenbogen. So, da oben sind wir her und da unten endet der höchste Wasserfall in Tirol. Und da unten ist der Einstieg, Klettersteig, rapidi, zappidi, zuck, 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 geht's da rauf. Und dann rapidi, zappidi, zuck, 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 runter. Und dann sind wir schon wieder da. Also, liebe Leute, ich kann euch einfach nur diese Tour wärmstens empfehlen. Plant ungefähr 3-3,5 Stunden für alles ein, die Runde. Wer noch nie einen Klettersteig gemacht hat, geht's mit wem, der erfahren ist. Und ansonsten ist auch voll cool, wenn es einfach nur da rauf geht, das Panorama genießt, oben einkehrt und dann wieder runter geht's. Also das ist doch wirklich gewaltig, sage ich da einfach nur. Bewertet das Video, Daumen auf, Daumen runter, benutzt das Kommentarfeld unten.
würde mich voll freuen, wenn ihr den Kanal unterstützt, ein Abo da lasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.